Du klingelst noch so? Das geht auch deutlich smarter, lustiger und sicherer, und zwar mit der Akara Smart Video Doorbell G4, die erste ihrer Art. Wie so eine Klingel aussieht, ist mir persönlich eigentlich ganz egal, aber ich finde, dass die G4 hier von Akara eigentlich ziemlich schick ist. Da drin steckt nicht nur die Kamera, sondern auch ein Infrarotsensor und auch ein PIR-Bewegungssensor. Darunter ist hier der große Kameraknopf. Die Verarbeitung ist dabei insgesamt gut, da habe ich nicht viel dran zu kritisieren, aber ein paar andere Kollegen aus dem Büro meinten, dass die Klingel sich ein bisschen billiger anfühlt in der Verarbeitung. Finde ich persönlich nicht, aber gut, das ist vielleicht Geschmackssache. Wenn man sich die Klingel bestellt, bekommt man aber nicht nur die, sondern auch den sogenannten Chime Repeater auf Englisch. Zu Deutsch ist es das der Türgong. Der hat eine Lautstärke von 95 Dezibel. Und wie ihr seht, muss der permanent mit Strom versorgt werden. Dafür liegt im Lieferumfang dann auch ein USB-C-Kabel. Ein USB-Ladegerät braucht ihr dann aber trotzdem noch separat. Hier befindet sich der Code fürs Apple HomeKit und hier haben wir auch einen Micro-SD-Slot. Und welchen Vorteil das hat, das erkläre ich später noch. Bei der Installation der Türklingel habt ihr jeweils zwei Optionen. Ihr könnt das einerseits flach montieren, aber im Lieferumfang befindet sich noch auch eine abgeschrägte Rückseite, sodass ihr das auch in einem 20-Grad-Winkel montieren könnt. Kann ganz hilfreich sein, wenn es eher seitlich positioniert ist. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, das einfach anzukleben. Ihr seht es hier, das ist eine selbstklebende Folie. Ihr könnt also einfach an die Wand kleben. Ihr könnt es natürlich aber auch fest montieren. Dafür sind die Löcher hier an der Rückseite. Müsst ihr dann also in eure Hauswand oder eure Wohnungswand reinbohren und reinschrauben. Die entsprechenden Schrauben und zwei Dübel sind dabei auch Teil des Lieferumfangs. Und auch bei der Stromversorgung habt ihr gleich zwei Optionen. Wenn ihr die Rückseite hier abmacht, seht ihr schon die 6 AA-Batterien, die sogar auch Teil des Lieferumfangs sind. Alternativ könnt ihr das aber auch fest verkabeln mit euren Klingeldrähten, wenn die schon vorhanden sind. Dafür müsst ihr einfach die Drähte hier unter den Schrauben befestigen. Dafür gibt es auch zahlreiche Tutorials auf YouTube oder bei Google. Videotürklingeln sind jetzt per se nichts Neues und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Wenn ihr über die App bzw. über euer Smartphone oder über so eine Videogegensprechanlage sehen könnt, wer da gerade unten an der Tür steht, hat das natürlich Vorteile. Ihr könnt dem Paketboten Hallo sagen und ihm sagen, dass er da vielleicht das Paket abstellen soll oder vielleicht seht ihr da auch einen Gast, den ihr besser gar nicht reinlassen wollt. Die Kamera bietet eine Auflösung von Full HD, also 1080p, einen Aufnahmewinkel von 162 Grad und echt eine ganz gute Bildqualität, wie ich finde. Denn sie dient ja nur einem Zweck, man möchte erkennen, wer da unten vor der Tür steht. Und dafür reicht die Qualität meines Erachtens vollkommen aus, denn man kann Gesichter gut erkennen, man bekommt genügend Details, auch wenn es natürlich jetzt keine Kamera ist, womit ihr wirklich filmen könnt. Da kriegt ihr bei jedem Smartphone natürlich eine bessere Videoqualität. Die lässt auch ein bisschen nach, wenn es etwas dunkler wird. Gerade die dunklen Bildbereiche sind etwas pixelig, wie ich finde. Aber was ganz cool ist, hier ist ja ein Infrarotsensor drin, sodass ihr auch nachts aufnehmen könnt. Mit der Qualität bin ich dann aber nicht so ganz hundertprozentig zufrieden. Ich finde, dass die Gesichter dann tendenziell etwas überbelichtet sind, je nach Situation. Man kann aber dann natürlich trotzdem erkennen, ob da vielleicht jemand eine Sturmmaske auf hat oder eben nicht. Wenn die Lichtbedingungen gut sind, ist aber auch der Dynamikumfang mehr als ausreichend und ich finde, die handelt auch Gegenlicht ganz gut, sodass Personen eigentlich so selbst nicht überbelichtet sind. Man kann hier durchaus kritisieren, dass es auch schon andere Videotürklingeln gibt, die eine höhere Auflösung von bis zu 2K haben. Ich finde dennoch, dass Full HD absolut ausreichend sind. Wenn ihr vielleicht schon ein Akara Smart Home zu Hause habt oder andere Produkte aus der Kategorie, dann wisst ihr vielleicht, dass man in der Regel einen Hub braucht, so eine Art Bridge, die dann Sensoren in das Heimnetzwerk einspeist. Das ist hier nicht der Fall. Die Smart Video Doorbell G4 kann direkt über Wi-Fi ins eigene Netzwerk eingespeist werden. Und das hat natürlich den Vorteil für euch, dass ihr euch nicht zusätzlich noch einen Hub kaufen müsst. Es macht aber natürlich Vorteile, gerade wenn ihr noch zusätzliche Sensoren benutzen wollt, um so euer Smart Home richtig auszuweiten. Ihr braucht es aber nicht unbedingt. Und die ganze Einrichtung in die Akara Home App ist dementsprechend auch wirklich easy und geht ziemlich schnell von der Hand. Wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, dann wisst ihr auch, wie das geht. Einfach WLAN, ein Passwort eingeben und dann nur den Schritten folgen und schon habt ihr die Kamera eigentlich erfolgreich ins Netzwerk integriert. Falls es mal nicht funktionieren sollte, einfach den Prozess neu starten. Das tut es meistens schon. Die Akara Home App erinnert dabei ein bisschen an die Xiaomi Home App, wie ich finde. Man kann da eigene Boards erstellen, hat dann eine Übersicht über all seine Sensoren und kann natürlich dann direkt auch auf die Kamera zugreifen und dort ganz viele Einstellungen vornehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Alarm einstellen, wenn die Kamera merkt, dass sie irgendwie demontiert wird. Also wenn jemand gewaltsam abbrechen möchte oder den Kleber lösen möchte, dann würdet ihr dafür eine Benachrichtigung kriegen und dann geht auch der Alarm los. Ihr könnt darüber hinaus auch einen eigenen Sichtschutzbereich einstellen, sodass nicht alles von diesem großen Aufnahmewinkel gefilmt wird. Ihr habt ein Protokoll, also mit allen Bewegungen und mit allen Gesichtern, die da registriert werden. Ihr könnt ein Wasserzeichen einstellen ins Video, so damit ihr immer die akkurate Zeit auch im Video drin angezeigt bekommt. Und ihr könnt sogar eine Push-Benachrichtigung für jede Aktion bekommen. Das heißt, hier ist ja ein Bewegungssensor drin und wenn die Kamera eine Bewegung registriert,
schickt ihr euch eine Nachricht direkt ans Handy, sodass ihr jede mögliche verdächtige Aktivität irgendwie aufzeichnen könnt. Aber es ist ja eine Klingel und da habe ich leider einen Kritikpunkt. Wenn man nämlich hier drauf klingelt, ist es so, dass ich eine Push-Nachricht auf mein Smartphone bekomme. Wenn ich darauf drücke, öffnet sich natürlich die Acara Home App und dann sehe ich, wer da vor der Tür steht. Ich muss aber noch einen Schritt weiter manuell gehen und einen Anruf starten mit der Person, die da vor der Tür steht, um dann zum Beispiel zu fragen, wer da ist oder dass der Paketbote das Paket irgendwie einfach abstellen kann. Hallo, ich wollte fragen, ob Sie mein Buch kaufen wollen, wie Sie ein erfolgreicher YouTuber werden. Hätten Sie daran Interesse? Das ist bei anderen Geräten der Konkurrenz nicht so. Da wird direkt der Anruf getätigt, sobald ich auf die Push-Nachricht drücke. Und das ist so ein Step weniger, gerade im Alltag, wenn es mal ein bisschen schneller gehen möchte und man den Paketboten auch nicht so lange warten lassen möchte, finde ich das wirklich tatsächlich einen Schritt zu viel. Uns wird bestätigt, dass das so sein soll. Ich würde mir wünschen, dass das noch per Software-Update gefixt wird. Dafür hatte sich Acara aber nicht nehmen lassen und auch einen Joke eingebaut, denn man kann hier einen Stimmenverzerrer bei dem Anruf nutzen, sodass man zum Beispiel mit einer Heliumstimme oder mit einer sehr tiefen Stimme mit der Person, die geklingelt hat, reden kann. Ist ziemlich lustig, ehrlich gesagt, auch wenn diese Onkelstimme, ja, die heißt wirklich so, ein bisschen undeutlich ist. Ein Feature, was wir schon von dem Smart Camera Hub G3 kennen, ist die AI-Gesichtserkennung. Und ich weiß, ihr habt jetzt sicherlich Bedenken, irgendwie eine Gesichtserkennung auf die chinesischen Server hochzuladen, aber da braucht ihr keine Sorgen zu haben. Erstmal ist es richtig cool, man kann über die Acara Home App zum Beispiel einfach ein Selfie aufnehmen und so dann ein Gesicht benennen und hinterlegen. Und das hat dann den Vorteil, dass ich damit Automation starten kann. Ihr könntet dann zum Beispiel einfach das Gesicht eines eurer Kinder hinterlegen und euch dann eine Automation einrichten, mit der ihr eine Push-Benachrichtigung bekommt, sobald euer Kind zu Hause ist und die Haustür reingeht und das Gesicht eben erkannt wird. Und diese Daten werden nicht irgendwie in die Cloud hochgeladen, das passiert alles lokal auf dem Gerät, deswegen braucht ihr da keine großen Datenschutzbedenken zu haben, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Entgegenkommen von Acara. Man kann so eine Automation auch in die ganz andere Richtung lenken und zum Beispiel immer einen Alarm schlagen, wenn unbekannte Gesichter nach einer bestimmten Uhrzeit identifiziert werden. Das kann schon ganz schön abschreckend wirken, wenn dann zum Beispiel einfach die laute Sirene losgeht. Ein weiterer großer Vorteil ist die große Kompatibilität, denn auch bald wird hier Meta unterstützt und was Meta eigentlich ist, dazu hat der liebe Tommy einen Ratgeber verfasst, den verlinken wir mal in der Videobeschreibung. Zudem gibt es eine Unterstützung für Alexa, für Google Home und auch für Apples HomeKit bzw. für Apple HomeKit Secure Video. Und damit ist die Acara G4 die erste batteriebetriebene Videotürklingel, die auch Apple HomeKit Secure Video unterstützt. Deswegen ist es die erste ihrer Art und das ist eigentlich ganz cool, wenn ihr denn im Apple-Ökosystem unterwegs seid, denn wenn ihr ein iCloud Plus-Abo habt, also alles ab 50 GB iCloud-Speicher für, ich glaube, 99 Cent im Monat, könnt ihr dieses Feature nutzen und dann eine Kamera hinterlegen. Bei dem 2 TB-Abo könnt ihr unzählige Kameras hinterlegen und da werden die Videos dann in eurer iCloud gespeichert, nehmen aber nichts von eurem Speicherplatz weg. Für so ein Cloud-Feature ist aber nicht mal ein Apple-Konto oder so notwendig, denn auch Acara gönnt hier 7 Tage kostenlosen Cloud-Speicher und speichert automatisch alle Push-Aktionen, die hier ausgelöst werden. Das betrifft dann zum Beispiel so Sachen wie den Bewegungssensor oder wie die Gesichtserkennung, wenn ihr das entsprechend erlaubt. Das ist komplett kostenlos, kein Abo notwendig, von daher eine coole Sache. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Videoaufnahmen auf dem Smartphone speichern, wenn ihr das manuell startet. Das wird dann einfach in der Galerie hinterlegt und ihr bekommt sogar auch 24/7 lokalen Speicher, wenn ihr hier den MicroSD-Slot von dem Türgong benutzt. Da wird eine MicroSD-Karte mit einer Kapazität von maximal 512 GB unterstützt und dann könnt ihr da eigentlich so viel aufnehmen, 24 Stunden lang am Tag, bis die Speicherkarte voll ist. Dafür ist es aber wichtig, dass eure Klingel fest montiert ist, per Kabel und nicht per Batterie betrieben wird. Das wird nämlich sonst einfach zu viel Akku ziehen. Apropos Akku, Acara verspricht hier eine Akkulaufzeit von 4 Monaten für die Batterien. Das trifft aber nur zu, wenn die Kamera im Durchschnitt 35 Mal pro Tag auslöst und 6 Sekunden Video aufnimmt. Das könnt ihr aber natürlich auch ein bisschen kontrollieren, denn es gibt in der App hier verschiedene Energiesparmodi, sodass die Laufzeit auch ein bisschen ausgereizt werden kann. Dann muss man da vielleicht einfach wieder aufladbare Akkus benutzen oder halt alle paar Monate oder Wochen in neue Batterien investieren. Ich bin sicherlich kein Anwalt und falls ihr da besser Bescheid wisst, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Nach meinem Verständnis sind Videotürklingeln, die direkt nur nach dem
Klingeln auslösen unproblematisch. Und generell, wenn ihr ein Einfamilienhaus habt und ein Privatgrundstück, dann ist da sowieso theoretisch alles erlaubt. Problematisch wird es erst, wenn ihr zum Beispiel auf dem Fußgängerweg filmt oder irgendwie eure Nachbarn auch im Sichtfeld habt. Da hilft dann der einstellbare Sichtschutzbereich, dass ihr das so ein bisschen anpassen könnt. Da müsst ihr dann einfach eure eigene Wohnsituation in Betracht ziehen und das natürlich rechtens alles einrichten. Die Akara Smart Video Doorbell G4 ist die erste ihrer Art und überzeugt auf jeden Fall mit einer großen Kompatibilität. Sowohl für die Installationsmöglichkeiten als auch für die verschiedenen Smart Home Systeme wie Alexa, Google und Apple. Dabei ist der Preis von 120 Euro fair, weil ich nicht nur ein Klingeln bekomme, sondern irgendwie auch eine Videoüberwachungskamera mit vielen smarten Features. Von daher gibt es von mir echt eine Empfehlung. Ich finde das ein ganz cooles Ding oder man klingelt einfach wie vorher. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Klingel haltet. Wir verlinken gerne auch mal das Video zum Akara Smart Camera Hub G3. Der hat ähnliche Features, ist ein bisschen günstiger und fungiert dann noch als Hub. Das Video findet ihr hier. Ansonsten war es das von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!